Liebe Camperfreaks, wir sind hier im wunderschönen Griechenland auf dem Ionion Beach Camping. Und ihr seht, unser heutiger Sponsor ist Clean Truck. Ja, ich hatte vor circa 3 Wochen Michael angerufen von Clean Truck, habe ihn gebeten, schick uns doch bitte was, weil ja, der Perry hat komplett vergessen, dass es in Griechenland ein bisschen staubiger ist als bei uns im hohen Norden, sprich Deutschland, Schweiz und auch das schöne Österreich. Deswegen muss man hier seinen Camper so mal alle 3 Wochen mindestens mal reinigen. Wir haben jetzt Woche 7 mit unserem Juni hier, wo wir hier stehen. Und ja, demnächst wird es aber auch hier im Ionium Beach Camping eine Kooperation geben zwischen Clean Truck und, wie gesagt, dem Campingplatzbetreiber hier, dem Jorgos. Haben wir ein kurzes Video, blende ich jetzt einfach mal ein, wie er sich gerade gefreut hat. Hallo, und das hier war Clean Truck. Eine Camper, extra Reinigungsmittel. Und eine Schaumpistole kriegst du auch noch. Oder noch was anderes? Nein. Ich gehe, du bist der Leiter noch? Ich bin der Leiter. 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 Ich habe das schon zusammengeschraubt, damit das schon fertig ist. Dann machst du nur den Schlauch rein. Das Mittel habe ich auch gemacht, 5 Kilogramm. Sollte schon ein paar reichen. Noch eine Bürste, die Bürste. Da steckst du den Schlauch dran. Ja. Und dann können die schön sauber machen, wie die Camper. Weil ich sehe immer, die wissen nicht, wie ihre Campingfahrzeuge, wie sie die reinigen können. Und die machen das immer nur mit dem Schlauch da. So dachte ich, und mein Sponsor dachte auch, das wäre was. Ja, das kann man auch machen. Ja, das kannst du auch machen. Genau, so, dann kommst du da dran. Dann ist die Schaumpistole. Und wir haben noch bei denen hier, haben wir noch Rollen. Die Rollen kommen hier runter. Papa. Und hier noch die Bürste extra, noch eine. Und fertig. Ah, Wahnsinn. Also, Thema Clean Truck, danke Michael. Kommt gut an. Vielen Dank. Wir werden viele Gäste zufrieden machen. Ja. Ja. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Reinigen. Muss man einfach nur anschließen. Hier im Wasserschlauch ist ja alles vorhanden hier auf dem Campingplatz. Und ja. Wassermarsch würde ich machen. So, Camperfreaks, jetzt seht ihr mal hier den ganzen Dreck, der auf dem Günni liegt. Jetzt wird hier mal schön eingeschäumt. So, ich fange jetzt an. Premiere. Jawohl. Da kommt Schaum raus. Man muss nur den Wasserschlauch hier an. Obwohl, ich habe ja ein Mikro an. Ich muss ja gar nicht so schreien. Man muss nur den Wasserschlauch anbringen. Und dann schäumt das hier schon. Und dann haben wir ein super sauberes Ergebnis gleich. Endlich wird er mal hier nass. So, ich mache mal das hier hoch, weil ich möchte hier nichts von dem Reinigungszeug ins Gesicht bekommen. Weil es ist ein bisschen windig. Wir sind ja hier am Meer. Ja, super! Ja. Bisschen weniger. Hier kann man es auch einstellen. Komm mal bitte näher dran. Hier kann man auch einstellen, die Stärke. D, E, C, B und A. Gucken wir mal, wir probieren das auch heute zum ersten Mal aus. Jetzt ein bisschen weniger, mehr Wasser. Ja, das reicht schon. Obwohl, ich möchte mehr Schaum. So, noch einmal von vorne und dann sind wir fertig mit dem Einsprühen. Das reicht auch. Das Mittel ist stark und naja, was man machen sollte, von vornherein mal die Bedienungsanleitung lesen. Aber das war für mich eigentlich logisch jetzt, ist es immer noch. Aber es kommt schon ordentlich was raus. Also das haben wir richtig gemacht, Camperfreaks. Jetzt wird gespritzt. Ja, besser wäre es natürlich mit so einem Ding, aber das besorgt der Jorgo natürlich auch. Der hat hier alles. Also der Campingplatz hier, der ist top. Der Jorgo hat alles.
So, jetzt hier nochmal, komm mal rum. Hopp, da geht nicht weiter, warte, andere Seite. Muss das noch ziehen. Ja, hat sich da verfangen. Machen wir mal hier. Hopp. So, machen wir hier mal schön die Felge. Haut mal. Schön sauber, die wieder wird. Eins am Sternchen. So, da seht ihr, wie es runterkommt, das Mittel. Muss nicht komplett eingeschäumt sein, geht auch so ein bisschen, also alles gut, wie man so schön sagt, in Hessen. So, ich bringe mal jetzt schön weiter, jetzt geht es ein bisschen schneller, machen wir mal Superzeitradar. So, Camperfreaks, eben gerade ganz bezeichnend, hier war gerade eben richtig schöner Fleck. Der ist noch ein bisschen, ich gehe nochmal mit Wasser dran, dann seht ihr es. Weg ist er. Also das Mittel ist echt top. Funktioniert. Und ja, wir sind froh, dass wir es haben. Und dass der Günni jetzt eigentlich nach 7 Wochen oder 6 Wochen, siebte Woche hat jetzt angefangen, eigentlich wieder sauber wird. Darüber freuen wir uns sehr. Liebe Camperfreaks, so, kommen wir jetzt zum Endfazit. Wir müssen auch schnell machen, weil die GoPro hat sich überhitzt. Das Wetter hier in Griechenland, 34 Grad, tut dir nicht so gut. Also, Endergebnis, super, wir sind glücklich. In der Videobeschreibung unten schreibe ich euch mal, wo ihr bei Klingtrack das alles kriegt, die Seite. Und hier blende ich sie auch nochmal ein für euch. Und ansonsten können wir euch sagen, Schaumpistole, alles was dazu gibt, kann man kaufen. Muss man nicht, aber was man kaufen sollte, ist natürlich hier den Klingtrack Reiniger. Den können wir euch absolut empfehlen. Nur zur Info, von unserem heutigen Sponsor haben wir kein Geld bekommen, sondern nur die Sachen hier, die aber dann auch Jorgo bekommen wird. Also von daher ist das unsere ehrliche Meinung und wir sind super glücklich mit Klingtrack. Bis zum nächsten Video und vergesst nicht zu abonnieren, liken, kommentieren.